Wir beginnen damit mit unserer Tagesordnung. Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf. Verpflichtung eines Abgeordneten durch den Landtagspräsidenten. In der laufenden 16. Wahlperiode sind bereits 6 Abgeordnete aus dem Landtag ausgeschieden, und zwar die Abgeordneten Bachmann, Theis, Platt, Kram-Karrenbauer, Meiser und Thuhl. Am 30. Oktober hat Herr Abgeordneter Alexander Zeyer sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Landeswahlleiterin hat mit Schreiben vom 6. November mitgeteilt, dass gemäß § 42 des Landtagswahlgesetzes für den ausgeschiedenen Abgeordneten Alexander Zeyer Herr Ulrich Schnur-Wadern als Listennachfolger des Landeswahlvorschlags der CDU in den Landtag eintritt. Herr Schnur hat sein Mandat angenommen. Der Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung hat in seiner Sitzung am 18. November sich mit der Mandatsnachfolge für den Abgeordneten Alexander Zeyer befasst. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig die Feststellung, dass der Abgeordnete Ulrich Schnur die Nachfolge von Herrn Alexander Zeyer antritt. Erhebt sich gegen die Feststellung sowohl der Landeswahlleitung als auch die Feststellung des Ausschusses Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Ich bitte nun Herrn Schnur, zu mir heraufzukommen, damit ich ihn verpflichten kann. Die Mitglieder des Hauses und die Zuhörer bitte ich, sich zur Verpflichtung des Abgeordneten von ihren Plätzen zu erheben. Nach Artikel 68 der Verfassung sind die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Herr Abgeordneter Ulrich Schnur, ich verpflichte Sie hiermit auf die gewissenhafte Ausübung der sich aus Ihrem Mandat ergebenden Pflichten. Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit.